Wasserverbrauch halbiert tatsächlich... Hä? Die Duschzeiten. Ach so. Verringert Wasserverbrauch moderat. Verringert Stromverbrauch moderat. Können wir natürlich alles machen. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf Ihre Parks und Plätze neidisch ist. Erhöht den Bodenrichtwert um Parks und Plätze herum moderat. Erhöht das Dekorationsbudget um 20%. Finde ich eigentlich ganz gut. So, hier die ganzen Tweets dieser ganzen dämlichen. Guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Ich freue mich sehr. Urlaub verlängert. Kröten. Lokale Regierung. Nichts gegen die Brände. Brandsicherheitsbestimmungen. Ja, bla 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 bla. Urlaub verlängert. Seetang. Bla bla. Sonnenaufgang. Pflanzen. Ach Gott, dieses Ding hier oben ist so sinnlos einfach. Schnauze, Vogel. Ich gucke da jetzt einmal nicht mehr nach. So, wir haben schon 16.000. Hey! Und das, indem wir einmal ein bisschen gequatscht haben. Haben wir hier noch ein GIF von irgendwelche ungebildeten Pöbels? Nein, gerade nicht. Hier bräuchten wir aber... Busy Corner Shop. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Bildung, wie es aussieht. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht die Dinger da... Vielleicht können wir hier auch so einen kleinen... Dann machen wir hier so einen Gürtel mit Polizei und sowas. Und da drüber vielleicht noch so einen kleinen grünen Gürtel. So wie hier. Und machen dann da oben die Commercials hin. Vielleicht geht das ja auch. Dann lagern wir die aus dem Wohngebiet ab. Momentan ist sowieso alles gefragt, wie es aussieht. So, Feuerwehr ist schon da, obwohl wir natürlich auch ein bisschen mehr Brandschutz brauchen. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz auf die Buslinien. Da brauchen wir 30.000 für. Später können wir noch was machen. U-Bahn! Und einen Zug! Und ein Schiff! Und ein Flugzeug! Ist das ein Traum? Aber leider noch etwas unerreichbar für uns. Es dauert noch ein bisschen. Freunde, ein bisschen dauert es noch. Stuckenborstel muss noch wachsen. Und ich glaube, wir müssen uns bald auch expandieren. Hier in diese Richtung. Da ist auch ein Zug angeschlossen. Da können wir dann mal gucken. Wir müssen nur gucken, dass unsere eigene Suppe hier so ein bisschen... Ich glaube, wir müssen auch wegen Wasserpumpen schauen. Aber wir müssen schauen, dass unsere eigene Suppe uns nicht einholt. Vielleicht sollten wir das Ding da mal versetzen. So, das baue ich dann mal hier irgendwo an den Rand. Der Kollege braucht natürlich noch Strom da unten. So, Stromleitungen. Das mache ich mal gerade eben, damit die Suppe da weg ist. So. Dann könnten wir den hier doch eigentlich... Ja, ich möchte gerne fortfahren. Und dann müsste da unten in Bälde schon... So, das, die alte Kacke wird hier langsam abgetragen vom Fluss in Richtung Meer. Und das Meer ist da hinten, glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht. Wir sind hier gerade sehr gemütlich am See, möchte ich feststellen. Ach, ist das schön. Wahrscheinlich werden die Stadtteile später noch wachsen. Hier haben wir momentan die kleinen Stadtteile. So... Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Industrie. Wir können uns jetzt aber Straßen leisten. Zack. Ich glaube, da haben wir jetzt wieder einen verkürzt. So. Und dann machen wir da schön Industrie hin. Zack, 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 zack. Oh, zack. Und theoretisch kann man noch ein bisschen mehr machen. Und dann können wir da eigentlich wieder eine Querstraße machen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir diese hier, ob wir das hier so alles so lassen. Das kann ich momentan noch nicht sagen. Guck mal, wie schnell die da alles aufbauen. In Windeseile zieht sich da die Industrie hoch. Hannover ist wirklich... Huch! Oh! Stuckenborstel ist jetzt eine geschäftige Kleinstadt mit 4.600 Einwohnern. Stadtplanungsrichtlinien können wir auch machen. Mit den Stadtplanungsrichtlinien können Sie bestimmte Features Ihrer Stadt oder bestimmter Stadtviertel hervorheben. Ölindustrie, Spezialisierung, kostenloser Nahverkehr, kostenlose Benutzung des Nahverkehrs für alle Bürger, erhöhte Nahverkehrsbenutzung, keine Einnahmen durch Ticketverkäufe, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen, verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet, sorgen Sie dafür, dass es optionale Routen gibt, denn die Geschäfte in der Stadt müssen in der Lage sein, Lieferungen zu empfangen und abzuschicken.
Zweispurige Straßen mit Bäumen, Autobahn mit Lärmschutzwand, vierspurige Straßen mit dekorativen Bäumen. Ach cool. Lärmschutzwand ist auch wichtig. Und dekorative Straßen finde ich auch sehr wichtig. Polizeihauptquartier, Feuerwehrhaus, Ölkraftwerk und Krankenhaus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erstmal, wir können natürlich hier auch gleich Straßen mit Parks bauen. Aber die möchte ich natürlich erstmal... Vergessen Sie nicht, sich das neue freigeschaltete Gebäude anzusehen. Welches? Achso, da, natürlich, das wissen wir ja. So, hier hinten. Oh, da müssen wir natürlich noch Wasser legen. Da hinten sind die Arbeitsplätze nur schwer erreichbar, das weiß ich selber. Das kommt ja alles noch. Naja, hier zieht das Wasserrohr ein bisschen von schräg nach links. Aber ist mir gerade egal. Da kriegen wir überall Wasser hin und wir müssen dann auf jeden Fall noch. Wir müssen dann auch hier so ein paar Querstraßen machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Da müssen wir mal schauen. So, hier oben verflüchtet sich das Siff ganz langsam. Und wird dann hier neu reingepumpt. Wir haben 59.000. Das heißt, wir können uns jetzt auch eine Bushaltestelle leisten. Juhu! Die Bushaltestelle... das ist ja so ein Gebäude. Bushaltestelle... braucht ein bisschen... hat ein bisschen Lärm. Okay. Sagen wir mal, hier ist der Gürtel mit Schulen und sowas. Dann könnte ich die Bushaltestelle trotzdem noch hier oben reinsetzen. Ist ja keine Bushaltestelle. Die Bushaltestellen sind dieses Ding hier. Und da können wir jetzt neue Linien hinzufügen. Und da ist natürlich die Frage, wie machen wir denn die Linien am besten? Haben wir denn hier so ein Gifhorn zum Beispiel, das ganz umspannt wird? Neue Linie. Haltestelle... Haltestelle, Haltestelle. Haltestellen, ich weiß es nicht. Na. Muss auf jeden Fall auf der richtigen Straßenseite sein. Ich mach mal so alle zwei Dinger, das reicht ja auch. So. Na, dann mach ich mal hier. Und dann verbinden wir die Linie mal. So, dann haben wir hier Gifhorn quasi einmal umspannt. Da müssen die Leute leider irgendwie ein bisschen latschen, natürlich, bis die was erreichen. Hallo? Was, welches Gebäude ist es denn? Dieses verlassen. Ja, ja, ich weiß, ich möchte hier gerne so. Und dann möchte ich gerne noch weitere Buslinien bauen, wie zum Beispiel eine Buslinie, die von... Was hier... Neue Linie hinzufügen. Dies sollte aber vielleicht... Vielleicht fangen wir mal da oben an. So, Haltestelle hinzufügen. Dann haben wir hier eine Doppelhaltestelle. Und die könnte theoretisch auch... Ja, ist ja egal. Die kann ja ruhig hier drin, mittendrin sein. Und dann vielleicht einfach nochmal hier. Da brauchen wir keine Haltestelle eigentlich. Vielleicht kann man später noch einen hinzufügen. So. Dann hier nochmal am Friedhof. Linie abschließen. Da haben wir natürlich noch eine, die nach oben führt. Das ist ganz praktisch. Und hier können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz Linie hinzufügen. Manchmal auf der Seite. Oh, falsch. So. Hier mache ich mal jedes zweite Ding. Da brennt es gerade, das heißt, die Feuerwehr kann dann aber auch ganz bequem mit dem Bus fahren in Zukunft. Die muss dann nicht mehr ihre teuren Löscheinsatzfahrzeuge nehmen. So, Linie abschließen. Das heißt, die kommen ja überall trotzdem noch irgendwie rum. Drei Linien haben wir erstmal. Und ich würde gerne tatsächlich auf das kostenlose Nahverkehrsding, würde ich gerne gehen. Und wir brauchen Bildung, 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 Bildung. 10.000, Bumpf. Und noch eine Oberschule, oh weia. Bumpf.
zieht sich jetzt natürlich ein bisschen durch die Stadt, aber ist egal. Jetzt haben wir nur noch 7000, aber ich will diesem Bildungsphänomen da auf jeden Fall entgegentreten. Hier machen wir dann doch den Gürtel mit der Polizei und tralala hin. Wie sieht's denn aus feuerwehrmäßig? Da müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen machen. Wir haben ja gerade kein Geld dafür. Natürlich, Polizei müssen wir da noch machen. Polizei müssen wir hier oben natürlich auch noch machen. Polizeiruf 110 und auch ärztemäßig fehlt hier einfach noch eine Menge. Wie man sieht, müssen wir da noch ein bisschen aktiv werden, aber jetzt sparen wir erstmal ein bisschen Geld, lassen erstmal so ein bisschen alles gedeihen und wachsen. Wir können natürlich noch ein paar Häuser dazu zimmern. Jetzt haben wir ja Schule nebenan gebaut, darauf kommt es natürlich letzten Endes nicht unbedingt an. Ich expandiere mal einfach wild durch die Gegend. Und da stoßen wir auch schon an die Grenze der Karte. Man glaubt es gar nicht. Das heißt, wir werden demnächst erstmal, entweder kaufen wir jetzt das Grundstück rechts dazu oder wir gucken erstmal, dass wir den Rest vielleicht erstmal optimieren. Also nicht optimieren, aber vielleicht so ein bisschen, weißt du schon. So, zack, zack, zack. Und dann können wir da noch Wasser hinbauen. So. Es reicht offenbar doch jedes zweite, das ist ganz gut. Auf jeden Fall haben wir dann Wasser da. Momentan sind die Stadtgebiete natürlich noch voneinander entfernt. Da ist momentan ein bisschen doof, irgendwie hier längs zu kommen. Aber darum kümmern wir uns am nächsten Schritt, sodass wir diese Fliese hier, diese Kachel, dementsprechend ein bisschen optimieren. Hier ist auch noch Verbrechen, das heißt, wir werden auch noch Polizei hinbauen und so weiter. Wir bleiben erstmal, bevor wir ausbauen, bleiben wir erstmal ein bisschen hier. Würde ich sagen. Hier müssen wir noch wegreißen, die Wohngebiete, die kommen alle weg. Und dann machen wir da lieber auch ein bisschen Park hin und sowas. Und hier oben dann noch so ein bisschen Commercial-Gebiete. So, Bumsti. Können wir hier noch so ein Querding machen. Dann kommen da die Commercial-Gebiete hin. Hier ist dann der Parkstreifen quasi. Also nicht der Park, doch der Parkstreifen zusammen mit den anderen Sachen. Sodass die Wohngebiete davon unbehelligt bleiben, dass wir hier hinten quasi alles wunderschön haben. Da oben haben wir alles leider, es tut mir leid, Hannover, da oben haben wir alles leider wunderhässlich. Gifhorn ist ja, so eine Kleinstadt hier, eine Fliesenstadt. Und hier hinten weiß ich noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Und wir haben noch 2000 Dinger übrig. Und wir können natürlich erstmal hier auch ein bisschen begrünen. Das macht die Einwohner natürlich happy. Wir müssen nur gucken, dass es auch im Budget bleibt. Offenbar freuen sich die Einwohner nicht so sehr, wie sie sollten. Dann gehe ich nach Gifhorn. Die freuen sich über alles. Oh, mehr Geld. Oh, jetzt habe ich zu viel rausgehauen. Das tut mir leid. Theoretisch kann man hier auch Einbahnstraßen machen in den einzelnen Gebieten, aber das lohnt sich hier eigentlich gar nicht. So, schauen wir mal an, wie das hier aussieht. Das mit den Bäumchen ist doch schön, oder? Diese Meldung möchte ich nie wieder sehen. Ich finde das schön. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen für Sicherheit und sowas sorgen, ich glaube, dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Nun. Aber das ist die Autobahn, da habe ich keine Kontrolle drüber. Lieferwagen. Ich glaube, man hätte die Autobahn zuerst an den Kreisverkehr anbinden müssen. Das wäre es gewesen, wenn man die Autobahn direkt an den... Oh, Alter, die stauen sich schon hier hinten. Man muss die Autobahn an den Kreisverkehr anbinden. Okay, wenn das der Grüngürtel wird, dann können wir doch theoretisch... bereits belegt... Okay, können wir hier vielleicht... So. Ja, das klappt nicht so gut. Können wir dann hier vielleicht, wenn wir dann hier... Okay, hier kann ich leider nicht bauen, weil die Kraftwerke sind. Aber jetzt ziehen die Autos da zumindest ein bisschen schneller durch.
Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Was? Strom, Wasser, was? Wie? Was denn los? Was fehlt denn? Fehlt Strom? Fehlt Strom, fehlt Strom? Stromerzeugung 120, Stromverbrauch 105. Wasserverfügbarkeit. Aber was hat keinen Strom? Warum? Baukosten 2500, das bauen wir natürlich auch trotzdem mit daran einfach. Das Ding hat auch keinen Strom, vielleicht sollte man trotzdem noch ein Kraftwerk bauen. Ach, wir haben... ist so blöd. Wir haben aus Versehen die Stromleitungen weggeräumt. Deswegen bleiben jetzt alle Leute auf ihren Fäkalien sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes, was natürlich nicht so geil ist. Okay, können wir vielleicht noch, wenn wir schon mal dabei sind, lalalala. Na, schauen wir mal. Ich muss das nicht unbedingt alles hier, oder? Kann man eigentlich machen. Das kann man eigentlich machen, wenn man hier so ein bisschen am Rand zumindest... Nicht genügend Geld, das liest man immer gerne. So, jetzt müsste hier aber gleich wieder alles Paletti sein. Alter Finne. So, das Ding müsste auch gleich wieder Strom haben. Ich hoffe, die Dinger verschwinden auch gleich. Oder haben wir nicht genug Abwasser? Brauchen wir ein zweites Abwasserrohr? Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Es plöppt sich langsam weg. Na Gott sei Dank, ich dachte gerade, was ist denn hier los? Da ist Kriminalitätsrate. Warum? Warum? Wir machen hier noch unseren Quergürtel. Jetzt muss ich da ein bisschen sparen gerade. Zack. Und es brennt da oben überall. Was ist denn los? Kreuzungen, die zu nah aneinander liegen, können zu Staus führen. Aber ganz ehrlich, jetzt läuft's doch da oben. Jetzt fahren die doch alle wieder raus. Ist natürlich jetzt ein kleiner Stau, aber das hat sich auch eigentlich wieder beruhigt. Möchte ich mal behaupten. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, natürlich. Wir brauchen definitiv mehr Feuerwehr. Da brennen gerade zwei Gebäude. Aber gut, das liegt vielleicht daran, dass sie nebeneinander stehen. Jetzt brennen sie beide nicht mehr. Und wir brauchen vielleicht doch noch ein bisschen Entwässerung. Dazu bauen wir hier nochmal ganz kurz hier so ein Klumpatsch-System. So. Zack. Da kann die Scheiße schön reingeschaufelt werden, ist mir ganz egal. Wird natürlich noch ein bisschen ekelhaftiger. So, siehst du, zack, löst sich das auf und schon haben wir genug Gülle wieder im Fluss. Toll. Jetzt ist die Frage, wir müssen hier vielleicht ein bisschen wegrationalisieren, wenn wir unser Vorhaben umsetzen wollen. Ich mach das hier einfach mal ganz knallhart gerade. Dann ziehen die auch alle weg, wie es aussieht. Das funktioniert ganz gut. So, dann machen wir da unseren Gürtel, den wir vorhatten. So. Hallo, verschwinde Gebäude. Und hier auch, was das denn? Verpisst euch, keiner will euch hier haben. So. Damit haben wir die erstmal weggeräumt. Ist ganz praktisch, ohne dass man das wegbulldozern muss. Okay, damit hätten wir das. 17.000. Eigentlich können wir jetzt anfangen. Dann mache ich das mal so. Weg, weg, weg. Und dafür machen wir dann Doppelstraßen dahin, was ja auch gut geht. Ort ist bereits belegt, was theoretisch gut geht, außer wenn man da direkt schon hingebaut hat, was natürlich doof ist. Okay, vielleicht müssen wir die Grundschule nochmal wegräumen, ich weiß es nicht. So, den Park machen wir nochmal, die sind natürlich jetzt alle mega unglücklich, aber... Verdammt. Ah... So. Okay, Parks können wir gleich nochmal bauen.
guck mal nochmal eben ganz kurz, wie viel haben wir? 21.000, ich hoffe, das reicht. Haben wir hier doch ein Fragezeichen-Symbol? Beraterhilfe. Ich würde kein... Brandherd United, das ist die Feuerwehr. Was ist das da oben? Ach, das Busdepot. Okay, da müssen wir vielleicht gleich nochmal ein zweites bauen, leider. Und damit wir hier so eine Doppelstraße hinkriegen. So würde ich das gerne machen, dass wir dann immer jede zweite Straße... Hier unten würde das theoretisch auch gehen, da müssen wir ein paar Häuser wegreißen. Das geht natürlich schon. Ob es nötig ist, das ist die Frage. So, wir können da unten noch alles schöner machen, da freuen sich noch ein paar Leute. So, nicht decken. Okay, wir brauchen mal wieder Strom. 22.000, zum Glück haben wir gerade noch ein bisschen was auf Halde. Das Ölkraftwerk, dafür müssen wir sparen. Das machen wir aber erst im Anschluss, nicht unbedingt jetzt. Da passt nichts mehr hin. So, es hilft ja nichts. Es tut mir leid, liebes Hannover. Aber ihr habt die Power, diese Kraft zu beheizen. Mit eurer Kohle. So, ich würde... Ah, Mann. Das ist die Feuerwehr. Wenn man jetzt die Feuerwehr einfach... wir haben natürlich keine Kohle mehr für eine Feuerwehr. Nicht genügend Geld. Okay, wir sparen nochmal ein bisschen. Und dann nehmen wir uns das Gürtels an. Momentan, jetzt haben wir zwei Parks weggerissen, ich bin untröstlich. Was ist das denn? Nicht genügend Treibstoff. Budgetfenster, Gebäude verschieben. Wir hätten natürlich auch kein neues Kraftwerk bauen müssen, wir hätten einfach das Budget erhöhen müssen, daran denke ich irgendwie nie. Aber wir können momentan noch alles... Ja doch, hier läuft momentan noch alles. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir Kohle herkriegen. Müssen wir vielleicht dezent mal gucken. Aber ich hoffe, die können wir auch importieren. So, wir machen momentan 3.700. Und wir haben momentan Bedarf nach beiden. Das ist sehr gut. Ein Gebäude ist abgebrannt. Natürlich, natürlich. Wir kümmern uns aber auch darum bald. Wir modernisieren erstmal ein bisschen die Stadt unten. Und dann ziehen wir auch Feuerwehr und so alles nach oben. Das machen wir jetzt erstmal, bevor wir jetzt großartig ausbauen. Wobei, wir könnten da hinten noch ein bisschen Wohngebäude hinbauen. Hier so. Commercial wollte ich ja dann... Das können wir eigentlich schon mal machen, dass wir hier so ein bisschen Commercial hinbauen. Das geht ja, oder? Ist gerade stark gefragt. Da können wir das da schon mal hinbauen. Ja, doch, obwohl da nicht unbedingt... Obwohl, das ist auch egal. Wir können es da schon mal hinbauen. Und hier bauen wir dann wirklich so Feuerwehrparks und sowas hin. Dann haben wir da so eine Querstraße. Und das gleiche sollte man vielleicht hier auch machen mit diesem Ding. Dann haben wir eine optimale Abdeckung für die Stadt. Auch in der Industrie haben wir trotzdem noch Bildung. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. Vielleicht will Heinz Klawutke nach seinem anstrengenden Industriejob nochmal schnell die Abendschule drücken. Man weiß es nicht. So, hier hätte ich von Anfang an anders bauen müssen mit der Stadt, glaube ich, also mit der Autobahnauffahrt. Es gibt, glaube ich, nur die eine, ne? Oder da oben gibt es noch eine weitere. Vielleicht können wir uns da irgendwie dran knipsen, ich weiß noch nicht. Ich glaube aber nicht. Nee, das ist nur eine Autobahnkreuzung, die geht da nicht runter. Da auch. Toll, wir haben nur diese eine. Naja, egal. Es wird schon gehen. Schlimmstenfalls machen wir da hinten nochmal die Kraftwerke weg oder wir machen hier nochmal ein bisschen Hannover, gestalten wir noch ein bisschen um, ich weiß es noch nicht genau, können wir auch mal gucken. Dann mache ich hier vielleicht eine andere Straße hin, vielleicht eine Einbahnstraße in die Richtung und das andere wird eine Einbahnstraße in die, nee, umgekehrt, eine Einbahnstraße in die Richtung und eine Einbahnstraße in die Richtung. Ich glaube, da wäre schon viel geholfen. Jetzt momentan müssen die alle hier rumfahren. Das ist total dämlich eigentlich. Es wäre praktischer, wenn hier noch eine Straße verlaufen würde. Die kann ich jetzt aber irgendwie nicht setzen. Ich konnte es komischerweise im Dingens machen. Im Stream konnte ich das machen. Da hatte ich zwei Straßen da dran. Hier kann ich es komischerweise nicht machen. Wahrscheinlich liegt es an den Bäumen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht sollte ich einfach... Hohoho, welch waghalsiges Unterfangen. So. Mal gucken, wie es gleich aussieht.
Da habe ich einfach diese Kreuzung da weggemacht. Jetzt staut es sich einfach andernorts. Okay, ich müsste also vielleicht... Hier haben wir keine Einbahnstraßen, nur hier, ne? Aber Verbesserungen können wir da nicht machen. Was ist denn das? Autobahn? Ne, große... Hä? Große Straße geht hier nicht. Die Abfahrt ist wohl das Problem. Man müsste tatsächlich hier direkt einen Kreisverkehr machen, glaube ich. Also vor der Autobahn. Weil sonst haben wir jetzt... Jetzt staut sich's einfach weiter inland. Wir können das noch weiter hier hinziehen, aber da wird sich das Problem natürlich nicht lösen. Die wollen offenbar alle ins Industriegebiet. Wenn ich diese Straße mal wegräume, dann fahren die alle einfach hier rum. Und dann haben wir da den gleichen Stau. Aber vielleicht... Ich probiere es mal geradeaus. Ich probiere es einfach mal geradeaus. Mal gucken, was passiert. Entschuldigung. So, die fahren jetzt alle da rum. Wir beobachten das gerade mal. Und dann müssten die eigentlich da oben ins Industriegebiet fahren. Aber eigentlich müssten die da besser durchkommen. Weil da keine zwei Kreuzungen aneinander haben. Okay, jetzt fahren die hier alle zurück. Das ist ja geil. Jetzt staut sich das alles da ein bisschen. Okay. Ja, ja, neues Grundstück zum Verkauf. Weiß ich doch. Ich beobachte hier gerade nur ganz fasziniert den Verkehrsfluss. Und hier sind wieder zwei Kreuzungen aneinander. Hier sind die alle nicht direkt aneinander. Hier haben wir ja genug Ausweichmöglichkeiten. Hier kann jeder irgendwie sonst wie rumfahren. Hier oben wird es ja schon ein bisschen kritischer. Vielleicht sind hier zu viele Querstraßen, ich weiß es nicht. Ich müsste hier, glaube ich, eine Einbahnstraße bauen. Das wird tricky. Okay, jetzt sind wir aber erstmal, ich lasse die da oben mal. Ich weiß, es sieht gerade unschön aus. Jetzt fahren die die ganze Zeit da rum. Wie doof ist das denn? Ich dachte, das wären nur die paar Autos. Die fahren jetzt alle... Leute, seid doch nicht blöd. Jetzt fahren die alle querfeldein. Das ist auch schön. So, ich müsste hier eine Einbahnstraße daraus machen, glaube ich. Probieren wir mal gerade aus. Ich reiß das mal kurz weg. Und dann machen wir hier so eine... Huch. Na, ich will nicht verbessern. Ich will ja bauen. Ist das jetzt die richtige Richtung? Doch, ist die richtige Richtung. Das müssten wir hier die ganze Zeit durchziehen eigentlich. Sechsspurig. Na, mein lieber Freund. Ist ja dicker als die Autobahn. Okay. Ist das die sechsspurige? Nee. Doch. Nee, vier. Doch, sechs. Verdammt. Sechsspurige Einbahnstraße und das gleiche können wir da unten auch mal probieren. Dann machen wir die Querstraße hier weg. Ich kümmere mich später drum. Ich kümmere mich später drum, dass da oben, wir leben ja noch. Hier werden wieder qualifizierte Arbeiter gebraucht. Wir brauchen auf jeden Fall Schulbildung. Es hilft alles nichts. So, Polizeihauptquartier können wir bauen. Polizeihauptquartier macht auf jeden Fall ein bisschen mehr was. Ein bisschen mehr her als das andere Ding. Ich reiß die kleine Polizei mal eben weg. Yo! Und baue mal ein Polizei... Ja, ja, ich weiß, ihr seid alle unglücklich. Stattdessen baue ich einfach mal hier ein Polizeihauptquartier hin. Rumsdi! So, und das zieht sich bis da hinten. Das ist ganz gut. Und ein zweites können wir theoretisch auch brauchen, haben aber keine Kohle dafür. Das gleiche müssen wir mit einer Feuerwehr machen. Leider sind die sehr teuer. Was ist das hier? Oberschule. Auch hätte man direkt daneben bauen können, aber da haben wir einen Park. Ist aber halb so wild. Wir haben hier auf dem Gürtel auch mal ein bisschen Platz. Und ich bin immer noch fasziniert hiervon, muss ich zugeben. Hier rennt es, aber da nicht so.
Das Problem ist, dass es hier runter geht und die wollen alle dahin. Also müssen die über diese Straße. Kann ich Brücken bauen? Das ist die Frage.